Und willkommen zum neuen Part Let's Play Puzzle Quest 2 für den Nintendo DS. Ja, ich freue mich drauf auf einen neuen Part und ich denke mal, ihr habt auch Bock drauf oder so. Viel Spaß. Wir werden hier Spaß haben mit dem Baba heute. Und wir sind noch mal hier. Und heute wird es auch wieder aufregend, Leute. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf heute auf einen neuen Päckchen. Pärchen. Heute wird mal echt brandneu. Heute besiegen wir einen Gegner, den wir noch nicht besiegt haben. Nämlich den Goblin-Anführer. Der Goblin-Anführer. Der Held betritt eine Ritualkammer, an deren die gewaltige Gestalt eines Goblin-Anführers wartet. Okay. Jetzt hört mal die Stimme, die ist echt schlimm. Die ist echt gehässig, die Stimme. Die müsst ihr einfach hören. Hört gut zu jetzt. Oh mein Gott, wie creepy ist die Lache, ey, von denen, ey. Richtig unheimlich, sag ich mal gestern. Und da ist wieder die Lache. Die Lache. Wir machen ihn K.O., den doofen Goblin-Anführer. Den machen wir jetzt K.O. Das machen wir, komm. Das machen wir jetzt gut. Genau, Baby Yo. Wir schaffen das. Yeah, Baby Yo, genau. Nicht schlecht, ich weiß. So. Nicht schlecht, ich Pech. Hier will wir die Ballbar. Haben jetzt hier 9 Schaden gemacht. Geblockt 5 Schaden. Genau, bei Video noch. Ballbar. Also macht wie gesagt echt viel Spaß hier. Mit den Mary Puzzle, genau bei Video. Bra. Okay, jetzt machen wir ihn K.O. Oh mein Gott. Wir platzen hier die Bombe, ey. Wir machen hier viel Spaß. Haben auch viel Spaß. Salah so. Okay, Brüller doch. Ach, ist auch gemein hier. Kennt ihr noch gar nicht. Geht die noch gar nicht. Benebelt. Der Gegner kann 2 Runden lang weder Tower noch Items nutzen. Hier, abnagen könnt ihr auch noch nicht. Schaden verursacht beim Gegner 6 Punkte Schaden und gewährt dem Zauberer 6 Punkte Mana. 6 rote Mana. 6 rote Mana. Wie ihr seht, genau bei Video. 6 rote Mana. 6 rote ist echt nicht schlecht. Ist aber echt viel, finde ich. Aber gut. Vielleicht macht er es gleich mal. Dann können wir es alle sehen. Wie er so einsetzt und so. Genau, Baby Jung. So. Ja, hat heute nicht so viel Zeit irgendwie aufzunehmen. Dann tut es mir echt leid. Aber irgendwie hat sich heute nicht so gelohnt und auch überhaupt auch gar keine Zeit heute, auch gar nicht irgendwie, nee. Hatte tatsächlich nicht so viel Zeit heute, aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja eigentlich nicht so schlimm, so. Nur nicht wundern, weil es heute nicht so viel gab. Aber gut. Wer bei dir? Balaba! Nur nicht schlecht. Wütend werden, hier bei dir wunderbar. Wüten werden ist echt geil. Genau. Knack, 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 boom. Nicht schlecht. Heute können wir auch ein bisschen länger auch mal machen. Ist gut, ich weiß nicht, Baby, jo.
Erstmal Schildspalle bei Bionau. So, ist nicht schlecht. Ich weiß, ihr jungen Sputen, oh mein Gott. Nicht bewegen, ne? Du weißt, wer es ist. Ist wichtig. Alles gut, Baby, bis jetzt, genau. Okay, Leute. Hier noch ein bisschen. Noch was machen jetzt hier gleich. Machen wir auch Schmettern, Baby, genau. So, hier ist aber jetzt. Was macht er wieder, dieses doofe Brüder-Gedöns, das? Auch irgendwie nervig, finde ich. Das ist auch echt nervig. Ich finde echt tatsächlich ein bisschen nervig, das Brüllern. Das Brüller. Attack hinter Attacke. Attacke, da Attacke. Da Attacke, da Attacke. Da Attacke, Attacke. Da. Ach du Kacke, nein. 25 Schaden, oh nein. Das war ärgerlich. Na gut. Oh mein Gott, wie krank von dir, einfach nur von dir so krank. Mann. Ist egal. Knackboom, nochmal kommen, wir machen sie nochmal, Leute. Yeah, wir sind geile Dudes, komm. Wir müssen uns es richtig gönnen. Wir müssen uns echt es richtig gönnen. Wie heute. Heute und hier, Leute, ist genau bei Video. Komm, geh, Leute. Geht das jetzt? So. Geh, du Goblin-Anführer. Du bist echt ein fieser Feigling. Der ist aber echt gemein, finde ich, aber gut. Oh, so knapp, ne? So echt knapp. Ich finde, ich jetzt Game Over gehen schon. So, wenn ich jetzt diesen Kampf verliere, dann bin ich am Arsch. Dann habe ich ein Problem mit dieser Aufnahme eigentlich. Sag ich mal. Dann habe ich ein lächerliches Problem mit der Aufnahme. Dann verkacke ich. Sehr doof! Scheiße, nein! Oh no, nein. Okay. Was das soll das? Ich mache den jetzt ohne euch noch irgendwann, also irgendwann bediene ich den und dann schicke ich euch euch wieder dabei. Ich wusste, als ob ich jetzt zum ersten Mal Game Over gehe. Oh mein Gott, wie fies. Ach Mann. Ist aber euch aber echt ein Arschloch. Aber gut, hat sich gelohnt, auf jeden Fall hat sich auch gelohnt der Kampf, weil ich habe euch ja auch den Kampf gezeigt. Dann zeige ich euch beim nächsten Mal den Kampf nicht. Ich zeige euch nur, wie ich ihn dann besiegt habe. Also am Ende dann. Dann müsste ich nicht nochmal tragen, beziehungsweise nochmal gesehen haben, weil dann. Aber dann seht ihr auch dann auch alles, was dann so geschah, als ich ihn besiegt habe oder auch was dann so passierte. Was passiert ist, seht ihr dann so. Meine Güte, ey. Mama, meine Güte, ey. Das war echt ein gemeiner Fiesling. Auch hier, der ist auch fies, aber gut. So, Baby, genau, aufpassen hier. Machen wir mal hier, genau. Machen wir Schmetterl, der Ballbahn. Bis jetzt alles okay, so. Ja, mach ruhig alles, was du willst. Ja, nicht schlecht, Bienchen. Bla bla bla. Richtig ab jetzt, du komischer Lackaffe, Dude, was auch immer. So, Leute, ich hoffe auch mal heute spreche ich ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Es tut mir nochmal leid, weil ich so wenig gesprochen habe, aber alles gut, Baby, genau.
So, hier noch jemand. Liefern hier noch den, was liefern. Genau. Lieder noch ein bisschen machen. Und dann haben wir schon alles aufgeladen hier. Also wie gesagt, ist gar nicht jetzt schlimm für mich hier, weil ich den Goblin-Kampf noch mal machen werde. Auf jeden Fall ein ohne euch. Und dann schneide ich euch dann auch die Szene ein, die ihr noch nicht kennt. Ist auf keinen Fall schlimm. Auf keinen Fall alles schlimm. So. Ach, übrigens sollte ich mache auch eine E3 Reaction von mir auf jeden Fall. Also freut euch drauf. Freut euch einfach drauf. Es wird geil sein und ja. Ja, auf jeden Fall mache ich auch eine Reaction. Also eine E3 Reaction machen wir auch. Also ich meine, mich selber. Und dann denke ich mal, wird es zwei, drei Videos geben davon und dann seht ihr, wie ich reagiert habe diesmal, ja. Weil in der März Direct habe ich euch nicht gezeigt, wie ich reagiert habe. Da war ich nämlich noch nicht auf YouTube und habe noch gar nicht angefangen wie mit YouTube. Also ist dann meine erste Reaction. Beziehungsweise meine erste Direct oder auch meine erste E3 Reaction. Aber die Pokémon Reaction war ja auch eigentlich jetzt keine richtige Reaction. Sag ich jetzt mal so, aber war einfach jetzt eine Spiel-Reaction. Sag ich jetzt mal so. Aber keine Direct oder auch eine Messe-Reaction, was auch immer. Messe-Reaction, D-Reaction-Reaction, was auch immer. Ist nicht schlimm und das machen wir dann am 13. Ne? Nintendo mache ich. Ich denke nur, ob ich Nintendo mache. Es kann sein, dass ich, ja, aber ich denke mal nicht, dass es jetzt so sein wird. Boah, der hat mir einfach jetzt alles geklaut, ne? Alles. Vom Gelb. Der hat mein ganz gelbe Mana geklaut. Wie fies ist der denn? Harten Snacks, echt gemein. Aber gut. Wie gesagt, ich denke mal nicht, dass ich jetzt die anderen Messe, die anderen E3s aufnehmen werde. Außer Nintendo natürlich. Nintendo ist ja auch mein Highlight. Ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Nintendo-Fan. Ich zocke ja, wie gesagt, hier nur Nintendo Games. Ich zocke ja nur hier Nintendo Games. Nicht PS4, gar nichts davon zocke ich. Ich hatte noch nicht mal eine PS4. Will ich auch gar nicht haben, weil ich kein Fan von PS4 bin. Ich bin einfach nur von Nintendo besessen. Weil einfach